Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, dass es ausgerechnet ein Franziskaner-Spirituale ist, mit Namen Angelo Clareno. Er ist auf der Flucht vor der Inquisition und er landet im 14. Jahrhundert in Griechenland. Dort macht er sich nützlich und übersetzt Väter, die man im Westen vergessen hat. Seit der großen Kirchenspaltung, seit diesem sich schrecklichen Auseinanderleben von Ost und West. Wir haben gestern noch von einem gehört, Johannes Climacus etwa oder Isaak von Ninive. Und man kann das an den Bibliothekslisten sehen, dass es vor allen Dingen Benediktiner sind, die diese Schriften lesen, nach ihnen greifen, weil sie neu verstehen lernen, wer sie denn eigentlich sind. Das ist das große Geschenk. Wenn wir, wie das oft geschieht, Benedikt von Nursia um seiner Regel willen preisen, vergessen wir einen Teil. Gabriel Bunge hat zu Recht intensiv darauf hingewiesen. Gregor der Große, der uns in seinen Dialogen die Vita des Benedikt beschreibt, erwähnt natürlich auch die Regel und dass er durch die Regel zum Patron der vielen Mönche des Westens wurde. Aber er vergisst nicht, sondern im Gegenteil, er legt großen Wert darauf, dass er ein so großer Wundertäter, ein großer Asket ist, wie die Großen des Ostens, die wir dann im Westen vergessen haben. Allerdings weist Benedikt in seiner Regel selber darauf hin, dass das ein Werk für Anfänger ist. Mehrfach sagt er, wenn das jemand besser machen kann, bitte sehr. Aber woran soll man sich orientieren? An den Quellen, aus denen sich diese Regel speist. Das heißt, an den heiligen Vätern, den Vätern der Wüste, dem Beginn des Mönchtums. Woraus speist sich der Beginn des Mönchtums? Es gründet in der apostolischen Zeit. Wenn Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Und das gilt auch für Mönche und Nonnen, jeder soll von seiner Hände Arbeit legen. Das sind ganz wichtige apostolische Impulse, die die Väter aufgreifen und in ihr Regelwerk umsetzen und die Benedikt aufnimmt. Wenn wir heute im Westen so oft sehen und schmerzlich sehen, wie viele Kommunitäten des benediktinischen Mönchtums etwa hierzulande in einer tiefen Krise stecken, erschüttert sind, ein bisschen Nachwuchs vielleicht, aber die Krise ist viel tiefer als die des Nachwuchses, denn das ist nur die Konsequenz aus einer noch tieferen Identitätskrise, nämlich zu fragen, wer sind wir überhaupt und was sollen wir überhaupt? Und dann flüchtet man sich schnell in die Zahlen. Natürlich, es gibt großartige Erfolgsautoren der Söhne des heiligen Benedikt, die verkaufen sich wie warme Semmel. Kann man sich mit trösten. Aber leben als Mönch kann man davon nicht. Man sieht die großen Errungenschaften benediktinischer Kultur. Klöster, sodass unser Nachbarland im Süden sogar Klösterreich heißt. Sehr voll an wunderbaren Bauten, in der Barockzeit neu errichtet, aber innen leer, oft anderweitig genutzt. Man hat nicht mehr die geistliche Kraft, die innen mit Leben zu erfüllen. Und vielleicht ist doch die Zeit darüber gegangen. Sind die paar Mönche, die doch noch leben, Museumswächter? Oder was sind sie? Haben sie deshalb Profess abgelegt auf die Regel Benedikts, um ein Museum zu hüten und japanische Touristen durch die Räume zu führen? Man muss es so drastisch sagen und vielleicht kann man es eher von außen sagen, als dass man es von innen her thematisiert, auch wenn man sich dann immer den Vorwürfen aussetzt, naja, von außen hat man immer gut reden. Eines ist ganz deutlich und Benedikt weist selber darauf hin und das ist seine Größe. Ohne die Quellen der Benediktsregel versteht man Benedikt nicht. Wenn man also bei der Benediktsregel beginnen will im 6. Jahrhundert, und sagt, das wollen wir leben. Es fehlt nicht an Büchern, die uns das schmackhaft machen, bis hin zum Management nach der Regel Benedikts, Geschäftsführung nach der Regel Benedikts. Immerhin, wenn man das wirklich durchdeklinierte, wäre man schon einen Schritt weiter, als wir heute sind.
Aber es ist zu wenig. Für Mönche, für ein geistliches Leben, auch für uns getaufte Christen ist es zu wenig. Wenn wir nicht die Brücke schlagen, wie Benedikt sie uns selber vorbaut, er selber baut die wichtigen Pfosten für diese Brücke. Er verweist uns am Ende seiner Regel auf die heiligen Väter, die er kannte, die er verehrte. Und er lädt uns ein, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, damit wir verstehen, wie er sie verstanden hat und für seine Zeit übersetzt hat. Offenbar so, dass es inspirierend war für viele Generationen. Aber weil wir meinen, wir könnten das Gespräch aufgeben, weil wir denken, wir sind altmodisch, wenn wir mit der Vergangenheit reden, das ist der große Denkfehler. Wir reden nicht mit der Vergangenheit. Wenn wir mit den großen Heiligen und ihrer Tradition sprechen, reden wir mit Gegenwart, der Gegenwart der Kirche. Denn wir wissen, dass sie in der Gegenwart Gottes sind. Sie sind nicht einfach vergangen. Das Gespräch mit den Vätern ist kein Museum. Es ist wirkliche Gegenwart. Und es ist an uns, dass wir nicht in uns selber vermodern, dass wir das Gespräch mit ihnen suchen, weil es immer inspirierend ist. Dieses Gespräch zu suchen heißt, der Weisung Benedikts zu folgen, auch wenn man nicht Mönch ist.